Ich habe einen Rabattcode für euch. Es ist so geil. Einfach direkt von Olaplex. Ihr werdet es über alles lieben. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Also ich muss da einen Schreibtisch in diesem Bürogebäude mieten. Ich bin so müde. Ich weiß nicht, das fühlt sich so an, als ob ich so als Mama versagen würde. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions. What's poppin? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Ich bin gerade auf dem Weg, ich muss mein Auto noch ummelden. Kennt ihr das, wenn irgendwie so eine Million Dinge auf einmal kommen, die ihr erledigen müsst? Und es ist bei mir gerade momentan so dieser Monat ist so stressig. Und vor allem auch, weil auch Sachen dazugekommen sind, die halt nicht vorhergesehen waren einfach. Zum Beispiel waren wir ja letztens beim Kinderarzt und haben mal, weil Keksi ja krank war. Ende vom Lied ist auf jeden Fall, dass er Physiotherapie braucht. Da habe ich heute auch nochmal angerufen. Einfach, dass die mir vielleicht ein paar Übungen zeigt, weil er ist jetzt 10 Monate alt und er sitzt nicht mal. Also er sitzt nicht, er krabbelt nicht, er zieht sich nicht hoch. Ich glaube, es ist einfach, weil er sehr entspannt ist. Und ansonsten ist er aber schon interessiert. Ich habe gestern auch ein YouTube-Video angeguckt. Also ich habe halt gegoogelt, wie man das so ein bisschen fördern kann, dass er krabbelt, und er würde die Bewegungen schon machen. Also keine Ahnung, aber dann kommt halt auch noch dazu, er macht laute, aber keine Redeversuche, also nicht so ma, ma, ba, ba, irgendwie sowas, was jetzt auch nicht gerade von Vorteil ist, aber der Arzt meinte auch, man muss sich noch keine Sorgen machen, das ist jetzt einfach so ein bisschen präventiv und vielleicht kann ich das ja ein bisschen fördern, indem ich keine Ahnung was alles mache. So, und das nächste ist, dass er jetzt dadurch, weil er halt 10 Monate alt ist und immer noch rumliegt, also natürlich auch auf Bauch und so, aber jetzt hat sich der Kopf doch noch verformt. Dementsprechend ist eine Seite vom Kopf meiner Meinung nach schon sehr, sehr lange, weil ich habe ihn auch schon mal, also den Kinderarzt schon mal drauf angesprochen, und er meinte, nein, es ist keine Deformation, sag ich jetzt einfach mal. Und es ist praktisch normal. Ja, jetzt hat er gesagt, ja, das ist schon, also das könnte man schon machen. Und jetzt ist aber natürlich schon ein bisschen spät. Er ist schon 10 Monate alt, der Kopf ist nicht mehr weich. Aber es geht natürlich trotzdem noch. Und dann waren wir letzte Woche jetzt in diesem Kranio-Center, da wo praktisch ein Bild vom Kopf gemacht wird etc. Und jetzt lasse ich ihm so einen Helm anfertigen, den er dann 8, 9 Monate jeden Tag 23,5 Stunden am Tag tragen muss. Ja, aber er wird später mal froh sein, wenn er einfach eine gerade Kopfform hat. Weil vielleicht will er eine Glatze tragen, keine Ahnung. Und dann sagt er, Mama, wieso habe ich einen schiefen Kopf? Und das Ding ist, als ich bei dem Termin war, habe ich halt dann gefragt, ja, wie ist das eigentlich? Bezahlt ist die Krankenkasse? Und Keksi ist ja privat versichert, weil ich ja privat versichert bin. Dementsprechend kostet es auch nochmal 200 Euro im Monat extra für Keksi. Und sie meinte, ja, bei privaten Krankenversicherungen ist so eine 50-50-Chance. Manche zahlen das, manche zahlen das nicht. Und ja, das kostet über 1800 Euro. Also 1800 irgendwas. Schon nicht so wenig, ne? Aber ja, naja. Dann ist es halt so. Ich habe es trotzdem jetzt bestellt, ohne nachzufragen, ob die Krankenkasse das übernimmt oder nicht. Weil selbst wenn sie es nicht übernimmt, werde ich ihm das trotzdem kaufen und bezahlen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, es ist ja nur so ein ästhetischer Grund. Aber es muss ja einfach nicht sein, wenn man, finde ich, dass er dann irgendwie als kleines Kind gehänselt wird, weil er einen schiefen Kopf hat oder so. Deswegen machen wir das einfach. Das ist, was so die letzten Tage abging. Da muss ich noch im Hintergrund ein paar Sachen organisieren und bla bla bla. Und jetzt erstmal Auto ummelden. Und heute Nachmittag geht es dann das erste Mal zur Physiotherapie. Da habe ich heute Morgen direkt angerufen und auch gleich einen Termin bekommen. Also, so, bla bla zu Ende. Okay, Leute, ich habe alles an Olaplex jetzt bestellt. Ich bin einfach ein absoluter Olaplex-Fan. Ich liebe Olaplex über alles. Und ich habe einen Rabattcode für euch. Es ist so geil. Einfach direkt von Olaplex. Ich fühle mich so blessed. Das ist wirklich bisher von diesem Jahr meine Lieblingskooperation. Und ich hoffe so sehr, dass ich weiter mit denen zusammenarbeiten kann. Jeder, der mir ein bisschen länger folgt, weiß, ich liebe Olaplex. Das Problem ist nämlich, ich habe Redken ausprobiert. Ich habe Kerastase ausprobiert. Und das jeweils 6 Monate. Für meine Haare hat es nicht funktioniert. Meine Haare sind einfach weiterhin abgebrochen. Und dann habe ich angefangen mit Olaplex. Und das war das erste Mal, dass ich meine Haare verbessert haben. Das zeige ich euch anhand von diesen Bildern, wie schnell sich das verbessert hat. Das ist so krass. Ich werde
nie wieder was anderes benutzen als Olaplex. Ich filme euch jetzt kurz meine Routine ab und dann werde ich euch danach noch ein bisschen was zu Olaplex erzählen, falls ihr es noch nicht kennt. Also, für die, die es nicht wissen, nochmal eine kurze Erklärung, was Olaplex eigentlich ist. Olaplex hat einen 8-fach patentierten Wirkstoff. Bedeutet, es gibt keine Dupes, es gibt kein Produkt, das irgendwie vergleichbar ist, weil niemand diese Formel benutzen darf, außer Olaplex. Und dieser patentierte Wirkstoff repariert geschädigtes Haar von innen und zwar dauerhaft. Bedeutet, wenn ihr so ein Treatment macht oder wenn ihr das eine Zeit lang benutzt, werden eure Haare wieder gesund, sie glänzen, sie werden von innen gestärkt. Also selbst wenn ihr wirklich extrem kaputte Haare habt, dann ist Olaplex das Einzige, womit ihr eure Haare wieder reparieren könnt. So, und dann starten wir auch schon mit meiner Routine. Und zwar habe ich jetzt angefangen mit dem Tiefenreinigungsshampoo. Also das ist so ein kleiner Add-on, was ich mir jetzt neu dazugeholt habe, einfach weil ich so ein Fan von Olaplex bin. Aber ich habe vorher meine Basic-Sachen, die ich von Anfang an benutzt habe, um erstmal zu gucken, wie das für meine Haare funktioniert. Da habe ich einfach das Shampoo benutzt, um Stylingreste, Trockenshampoo etc. aus den Haaren zu bekommen, damit hier die Nummer 0 und die Nummer 3 richtig einwirken kann. Das wiederum ist ein Booster für die Nummer 3, ist auch ein kleines Add-on, also nicht unbedingt nötig, aber wenn ihr extrem kaputte Haare habt, dann würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Mir hat es extrem geholfen. Nummer 3, absolutes Must-Have, also das sollte jeder zu Hause haben. Also ich benutze es einmal die Woche, weil ich meine Haare auch nur einmal die Woche wasche. Das lasse ich circa 10 Minuten einwirken. Das lasse ich 3 Stunden, manchmal je nachdem, was ich gerade mache, auch ein bisschen länger. Aber ihr müsst es nicht so lange einwirken lassen, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt. So, dann geht es wieder ab in die Dusche und dann wascht ihr das praktisch alles wieder ab mit der Nummer 4, also das normale Shampoo. Das Haar wird sanft gereinigt, es verbessert sichtbar die Haarstruktur und verleiht dem Haar Glanz. Dann geht's auch schon weiter mit meinem neuen Liebling und zwar die Nummer 8. Das würde ich euch auch absolut als Must-Have empfehlen. Das ist eine hochkonzentrierte, reparierende 4-in-1 Haarmaske. Die spendet Glanz, Feuchtigkeit und verleiht dem Haar mehr Fülle und Griffigkeit. Dann einfach nur mit Wasser ausspülen. Und dann geht's auch schon weiter mit der Nummer 5. Einfach ein Conditioner. Shampoo öffnet die Haarstruktur, dass dann zum Beispiel die Maske auch einwirken kann. Und Conditioner schließt die Haare wieder. Extrem wichtig. Der Conditioner versorgt das Haar auch mit Feuchtigkeit, repariert Strukturschäden und beugt Spliss vor. Dann habe ich mir jetzt noch die Nummer 6 geholt. Und zwar ist es so ein Leave-In-Treatment. Spendet auch wiederum Feuchtigkeit in den Spitzen. Habe ich mir neu dazu geholt. Ist also nice to have, aber für den Anfang braucht ihr das nicht unbedingt. Ich zähle euch gleich nochmal auf, was ihr meiner Meinung nach unbedingt braucht. Und das hatte ich auch von Anfang an mit dabei in meiner Routine. Die Nummer 7 sorgt auch wieder für Glanz, Geschmeidigkeit und gegen Friss. Und es ist gleichzeitig ein Hitzeschutz mit bis zu 230 Grad. Jetzt nochmal zusammengefasst, meiner Meinung nach meine Must-Haves, die ihr euch auf jeden Fall holen müsst. Und zwar sind das hier einmal die Nummer 3, die Nummer 4, die Nummer 5, die Nummer 8 und die Nummer 7. Das ist so die Basic-Ausstattung von Olaplex-Produkten. Und ich habe einen Rabattcode für euch. Ich freue mich so, so sehr, mit Olaplex zusammenzuarbeiten. Ich liebe Olaplex einfach. Und es gibt selten einen Rabattcode für Olaplex, deshalb schlagt er auf jeden Fall zu. Und zwar bekommt ihr mit dem Code JenniferPlus8 diese Haarmaske gratis mit dazu, wenn ihr 4 Teile in den Warenkorb legt. Also praktisch genau diese Must-Haves, die ich euch gerade genannt habe. Ihr müsst aber die hier auch zum Warenkorb hinzufügen und dann wird die automatisch auf 0 gesetzt, wenn ihr den Code eingebt. Direkt bei Olaplex auf der Website und ihr werdet es über alles lieben. Das Ding ist auch, wenn ihr eure Haare öfter wascht, ihr müsst diese ganze Routine nicht jedes Mal machen, sondern es reicht wirklich, je nachdem wie kaputt eure Haare sind, 1-2 Mal pro Woche, 2-3 Mal pro Woche. Wie gesagt, ich mache es einmal pro Woche, für mich funktioniert es super und dementsprechend halten die Produkte auch extrem lange. Also bei mir halten die Minimum 6 Monate und ich habe lange Haare und ich habe Extensions. Von dem her, wenn ihr das alles nicht habt oder kürzere Haare habt oder keine Extensions, dann halten die Sachen auch echt lange. Schlagt auf jeden Fall zu. Ich freue mich, schickt mir euer Feedback. Ich freue mich sehr über diese Kooperation. Hello, ich bin unterwegs, beziehungsweise wir sind unterwegs, meine Mama abholen. Wir holen jetzt die Oma ab und dann gehen wir baden. Geil, einfach so ein Family Sunday. Ich freue mich.
Was geht bei euch? Wie geht's euch so? Was macht ihr Sonntag so? Ist Sonntags Family Day? Scheiße. So. Yes. Es ist einfach so geil, dass meine Mama jetzt nach Berlin gezogen ist, weil ich kann jetzt einfach sagen, ich hole meine Mama ab und mach was mit meiner Mama. Wir sind wieder zu Hause. Ich konnte natürlich da nichts filmen. Ich will ja ihn nicht zeigen. Ich will vor allem auch andere Kinder nicht zeigen. Deswegen in so einem Bad, ja, keine Ahnung. Das war auch alles jetzt gerade ein bisschen stressig. Aber Kixi hatte richtig viel Spaß. Es war richtig schön. Er hat richtig so rumgequietscht und hatte richtig Spaß. Und da waren auch Wellen. Also die hatten praktisch extra so ein Wellenbad, was echt cool war. Aber es war aber so arschkalt. Also wirklich, was ich nicht so ganz verstehe, weil normalerweise dieses Wellenbad, ja, okay. Aber so Babybecken zum Beispiel, die sollten doch schon eigentlich ein bisschen wärmer sein, oder? Es war jedenfalls auch arschkalt. Jetzt haben wir gerade noch was bei McDonald's gegessen und jetzt bin ich wieder zu Hause und ich bin so müde, obwohl wir eigentlich nur 2 Stunden dort waren. Aber ich weiß nicht, immer so Schwimmbäder machen mich so müde. Deswegen, Keksi spielt jetzt noch ein bisschen. Ich chill jetzt noch ein bisschen auf der Couch und ich glaube, recht viel mehr machen wir heute auch nicht mehr. Aber es war einfach richtig schön zu sehen, wie er sich gefreut hat. Und wie er so rumgequietscht hat, so richtig so. Das macht mich glücklich. Da geht mein Herz auf. Scheiße, ey. Ich schaff's auch wirklich nicht eine Woche lang, mich komplett gesund zu ernähren. Was ist das eigentlich? Wie kann man so undiszipliniert sein, was Ernährung angeht? Ich bin gerade dabei, so eine Online-Adresse rauszusuchen, beziehungsweise hat mir mein Notar seriöse Seiten geschickt, da wo ich praktisch so eine Firmenadresse buchen kann. Und also irgendwie, ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich habe mir das jetzt ein bisschen durchgelesen. Also ich muss da einen Schreibtisch in diesem Bürogebäude mieten, weil ansonsten kann ich keine UG gründen auf dieser Adresse, was natürlich dann am teuersten ist, weil dann muss ich ja einen Tisch dort mieten. Ist aber immer noch günstiger als ein Büro zu mieten. Und ich will das unbedingt, weil ich auf gar keinen Fall will, dass meine private Adresse im Internet ist. Das wäre ja irgendwie nicht so schlau. Dementsprechend versuche ich mich da gerade ein bisschen reinzulesen. Jetzt habe ich auch überlegt, ob ich die Domain schon machen soll. Ich habe gerade mal gecheckt. Alle sind noch verfügbar. Ich liebe es so sehr. Also dieser Name, den ich ausgewählt habe für meine Firma, den gibt es auf jeden Fall noch gar nicht. Ich bin auch so gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe jetzt aber auch noch, ja, das habe ich auch noch ganz vergessen, auf Viver habe ich jetzt das Firmenlogo erstellen lassen erstmal. Oh, hey, ich habe so viele Probleme mit dem. Der hat mir diese Files geschickt eben und die sind halt in so einer beschissenen Qualität. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich so, ja, keine Ahnung, ich zahle halt nicht so viel Geld. Ich habe extra so ein Premium-Dings genommen, dass es halt ja gut wird. Ja, und jetzt habe ich dem Support dann nochmal geschrieben, weil der mich jetzt einfach ignoriert. Ganz toll. Und Domain lasse ich jetzt aber erstmal noch, sondern mache ich dann erst, wenn die Firma eingetragen ist und die Geschäftsadresse habe, weil, nee, ich wollte es aber trotzdem jetzt schon machen, aber ich will angeben, dass es halt für eine Firma ist. Dann wiederum muss ich aber die Steuernummer angeben, die ich hier aber noch nicht habe. Dementsprechend warte ich noch. Genau, weil ich dachte gerade so, nee, mir war das wert, aber ich habe Angst, dass die Domain weg ist ansonsten, was ich jetzt nicht glaube, aber ich muss warten, bis ich die Steuernummer vom Finanzamt bekomme. Die bekomme ich erst, wenn ich meinem Notar die Firmenadresse gebe und das wiederum kann ich nur machen, wenn ich dieses virtuelle Büro, sag ich mal, gemietet habe. Wenn ich das gemietet habe, dann kann ich das meinem Notar schicken. Der wiederum schickt mir eine Bestätigung, dass ich die Firma eingetragen habe. Die wiederum kann ich benutzen, dass ich ein Geschäftskonto erstellen kann. Und da muss ich dann diese 5.000 Euro einzahlen. Das wiederum muss ich meinem Notar schicken, damit er das dann praktisch weiterleiten kann und ich dann irgendwann in ein paar Monaten diese Steuernummer bekomme vom Finanzamt. Also es ist irgendwie so ein Teufelskreis, weil das eine geht nicht ohne das andere. Ja, deswegen muss ich mich da auch so schnell wie möglich drum kümmern. Kixi schläft jetzt gerade. Ich gucke eigentlich so, ja, ich gucke nebenbei Outer Banks. Outer Banks! Und ich habe schon wieder Hunger. Scheiße. Ich sollte eigentlich was Gesundes essen, aber ich habe Bock auf Pizza. Was soll ich euch erzählen, ne? Ja, das wollte ich euch gerade mitteilen. Mein Sonntag sieht so aus. Nur Kopfschmerzen mit der UG, die ich gegründet habe. Aber ich freue mich auch so. Und oh mein Gott, ich habe ja so ein paar Designs mir schon überlegt. Und ich habe auf jeden Fall jetzt mein allererstes, wo ich zu 100% happy damit bin. Also auf jeden Fall sage ich euch bald den Namen auch und sobald das alles mit dem Notar etc. geregelt ist und das offiziell ist und ich das mit dem Logo hinbekommen habe, dann geht's weiter mit den Infos. Good morning. Ich habe gestern den ganzen Tag vergessen zu filmen, obwohl ich eigentlich schon viel gemacht habe. Ich bin gerade aufgewacht, ich habe noch nichts gemacht. Jetzt mache ich sie erstmal eine Flasche. Dann muss ich die Flaschen schon mal in Geschirrspüler räumen.
in den kleinen hier. Der ist so praktisch. Gott, ich bin so müde. Ich dachte, als ich heute Morgen aufgewacht bin, boah krass, Kixi hat einfach durchgeschlafen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in der Nacht aufgestanden bin oder wach war. Aber ich habe gesehen, dass ich ihm halt eine Flasche gegeben habe. Ich kann mich nur nicht daran erinnern. Lustig, oder? Let the day begin. Ich muss heute wieder eine Million Sachen machen. Unter anderem ein Naked Haul. Vielleicht zeige ich euch ein, zwei Favorite-Teile von der Bestellung. Dann muss ich zum Arzt für Impfungen und sowas. Einfach meine ganzen Impfungen auffrischen lassen. Und irgendwas, was ich noch machen, habe ich vergessen. Jetzt erstmal Keksi für den Tag fertig machen. Es ist übrigens Mitte März und ich habe das Gefühl, der Winter fängt jetzt erst an. Ich meine, so richtig, richtig arschkalt. Ich wünschte, ich könnte euch Keksi gerade zeigen. Er liegt da so auf dem Bauch und guckt so nach oben und guckt mir zu, was ich mache. Komm gleich, mein Schatz. Da, Frühstück. Ich hatte richtig Bock auf Eier und ein Brötchen. Und Keksi hat Banane bekommen. Das ist the best way. So, Frühstück, mein Baby. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Keksi sitzt neben mir. Mein Essen ist hier. Und dann frühstücken wir zusammen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Arzt. Ich habe jetzt einen Termin wegen den Impfungen. Hoppala! Da lacht er. Ich kann nicht Türen aufmachen, Kinderwagen schieben und filmen. Das, also, ich bräuchte mehr Hände. Das wäre echt geil. Vier Arme statt zwei zu haben, schon Flex. Evolution, mach mal. Wahrscheinlich haben wir irgendwann gar keine Arme mehr, weil wir eh nichts mehr selber machen müssen. Faden verloren. Aber was ich noch sagen wollte, irgendwie momentan, wenn ich meine GoPro anstecke, um sie halt zu laden oder die Dateien hochzuladen. Ah, jetzt check ich das mit dem Auto. Oh Gott, wie verwirrt ist gerade diese Aufnahme. Wenn ich meine GoPro anstecke, um sie aufzuladen, dann funktioniert sie erstmal irgendwie so eine halbe Stunde nicht mehr. Alles blinkt irgendwie rot und ich kann sie nicht anschalten. Keine Ahnung. Und ich habe gerade herausgefunden, weil ich mir immer gedacht habe, ich habe das nämlich extra so konfigurieren lassen, dass wenn ich meinen Schlüssel in der Tasche habe und halt bei meinem Auto stehe, dass ich trotzdem die Tür aufmachen kann. Und die letzten Male ging es nicht und ab und zu geht's und ab und zu nicht. Und ich habe herausgefunden, dass es nur geht, jetzt gerade, wenn ich die vordere Türen aufmachen und es geht halt bei den hinteren Türen nicht, aber es sperrt automatisch auf, wenn ich die vorderen aufmache. So, hoffentlich hat man das verstanden. Ich halte jetzt die Klappe, ich bin eh spät dran. Übrigens, ich habe noch vergessen zu sagen, das wusste ich zum Beispiel nämlich auch nicht, das hat mir erst mein Anwalt vor kurzem erzählt, weil ich habe am Anfang halt so Smileys übers Gesicht gemacht, falls man es mal gesehen hat irgendwie. Und es gibt einfach ein Programm, es ist nicht mal viel Arbeit, okay, da kannst du einfach dieses Bild, du machst einen Screenshot, dann kannst du dieses Bild hochladen und dann wird dieser Smiley einfach entfernt. Du denkst, du schützt dein Kind, indem du da so ein Smiley drüber machst und dabei kann es einfach entfernt werden. Also klar, wahrscheinlich machen sich viele nicht die Arbeit, aber wenn du jetzt in der Öffentlichkeit stehst zum Beispiel, dann gibt es da vielleicht schon ein paar, die sich dann denken, ja, interessiert mich jetzt schon, aus was für Gründen auch immer. Von dem her, falls es jemand nicht wusste, ich wusste es nämlich nicht. Dementsprechend seitdem kritzel ich da immer drauf, dass man das halt nicht so entfernen kann. Oder ich achte einfach direkt drauf, dass das Gesicht halt abgeschnitten ist und dass ich da gar nichts unkenntlich machen muss. Ja, parkplatztechnisch sieht es hier ja nicht so geil aus, ne? Ja, da habe ich mir wieder einen tollen Arzt ausgesucht hier. Ja, das wollte ich euch noch sagen. Was ist das hier eigentlich schon wieder? Ohne Scheiß. Sie war gestern komplett aufgeräumt. Picobello. Es ist so frustrierend. Küche aufräumen ist so frustrierend. Keksi und ich arbeiten ein bisschen. Hier seht ihr meine ganzen Unterlagen. Ich habe jetzt offiziell, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich habe jetzt offiziell das Büro gemietet für meine UG. Und da sind jetzt irgendwie auch noch einiges, also ist einiges zu machen noch, weil es ist ja ein Mietvertrag. Also ich habe praktisch einfach ein Büro, ich wollte schon Bürogebäude gemietet, das stimmt ja nicht, es ist ein Mietvertrag, aber einfach. Und dementsprechend so Geldwäschegesetz, Scheiß muss ich jetzt unterschreiben. Das habe ich meinem Notar schon geschrieben und ihm die neue Adresse praktisch geschickt von meiner Firma, mein Firmensitz. Denen muss ich jetzt auch praktisch noch ein paar Infos geben. Und ja, nur mein kleiner Schatz. Oh Leute, wisst ihr, was richtig scheiße ist? Keksi ist, glaube ich, ein bisschen erkältet. Schon wieder. Ich glaube, weil wir im Bad waren, weil es ja so kalt war, obwohl wir eh nicht lange mit ihm drin waren. Und wir waren auch grundsätzlich gar nicht lange in dem Bad. Also ich glaube, nicht mal 2 Stunden. Aber das Wasser war, glaube ich, anscheinend einfach echt zu kalt. Also wir haben ihn eh danach direkt eingekuschelt und so, aber er hat heute ein bisschen gehustet. Ich weiß nicht, das fühlt sich so an, wenn er so oft krank ist, als ob ich so als Mama versagen würde. Wisst ihr, was ich meine? Weil
ja, hätte sie ihn wärmer angezogen oder wärst du nicht ins Fitnessstudio gegangen, dann wäre er nicht bei anderen Kindern gewesen, dann hätte er sich da vielleicht nicht angesteckt, dann hätte er sich in der Krabbelgruppe nicht angesteckt, bla 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 bla. Aber irgendwie denke ich mir auch wieder, ja, andererseits ist es ja aber auch wichtig, weil er muss ja auch sein Immunsystem aufbauen. Ich kann ihn ja nicht in so eine Bubble sperren und, aber trotzdem tut er mir leid, weil er erst vor kurzem so richtig krank war. Und jetzt ist er schon wieder erkältet, eine Woche später. Und ich denke mir so, Alter, kannst du eigentlich mal besser aufpassen? Aber was soll ich anders machen? Hätten wir einfach, was wäre die Lösung gewesen? Hätten wir einfach direkt wieder nach Hause gehen und gar nicht mit ihm ins Wasser. Kürzer drin bleiben, noch kürzer wäre er nicht gegangen. Also wir waren wirklich 5 Minuten in diesem Wasser und dann sind wir eh wieder rausgegangen. Keine Ahnung. Ich gebe mein Bestes. Jedenfalls setze ich mich hier auf den Boden. Pixie spielt ein bisschen und ruht sich aus. Und dann mache ich jetzt weiter mit dem Papierkram. Ich muss euch noch was erzählen. Es haben gerade Mamas in der Mama-Gruppe, also in der Krabbelgruppe, haben sie gerade so einen Screenshot geschickt von so einer Mitteilung. Es ist ein, ich glaube, FC Brandenburg oder so. Auf jeden Fall so ein Kindersportverein. Die waren am Fußballplatz und dann waren da 2 Männer, also praktisch am Ende von dem Fußballplatz, beziehungsweise am Gegenüber halt, dass sie nicht direkt gesehen werden, ist ja klar. Und dann haben die versucht, die Kinder halt wegzulocken mit Süßigkeiten. Ich zitiere, also da steht, ja, wenn du noch mehr Süßigkeiten haben willst, dann komm hinter den Zaun oder irgendwie so. Das ist so schlimm, ich kann gar nicht darüber reden. Aber man muss darüber reden, weil es einfach so ein präsentes Thema ist. Und vor allem, vielleicht sieht es die eine oder andere Mama. Ich suche auch gleich nochmal die Adresse raus dann, wo das genau war. Weil da ist nämlich auch ein Bolzplatz und ein Spielplatz in der Nähe. Deshalb, ja, vielleicht da einmal öfter hinschauen, wenn das Kind dort spielt. Ja, und dann hatten die auch noch Reizgas eingesetzt. Ich habe es mal gegoogelt. Ich denke, das ist Pfefferspray oder so. Was ich denke, was man mit solchen Menschen machen müsste, kann ich gar nicht aussprechen, weil man sowas nicht sagen darf. Öffentlich zumindest nicht. Aber das kann sich ja jeder selber denken. Ihr könnt mal googeln. Ich habe da mal einen Beitrag gesehen, was solchen Menschen in der, ich glaube, Dominikanischen Republik war das, oder ich glaube auch Kuba oder so, was denen passiert, wenn das rauskommt, was sie gemacht haben praktisch im Gefängnis. Krass auf jeden Fall. Statistisch sind dort auch weniger Vorfälle, weil ich glaube, die Menschen dort einfach viel mehr Angst haben, was mit ihnen passiert, wenn sie sowas machen. Nicht so wie in anderen Ländern, wo die dann auch noch geschützt werden und so weiter. Ich will aber gar nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte euch eigentlich nur warnen, vielleicht kennt jemand eine Mama, eine Familie, die dort öfter hingeht. Okay, ich stehe gerade an der Ampel und zwar war das FC Brandenburg 03 und zwar Fritzsche Straße Berlin-Charlottenburg. Falls ihr jemanden kennt in Berlin, dann lieber einmal zu oft gesagt als zu wenig, finde ich. Ich meine, ich mache auch nicht alles perfekt. Man sieht ihn vielleicht mal 0,1 Sekunde in einem Video, wenn ich es nicht gerafft habe, ihn rauszuschneiden und es mir einfach nicht aufgefallen ist, weil er irgendwo im Hintergrund ist. Und vor allem, ich bin ja auch nicht die einzige Person, die da drüber guckt. Deswegen, ich gebe mein allerbestes, seinen Namen nicht zu sagen, ihn nicht zu zeigen. Weil überlegt mal, und es geht ja auch an private Personen, okay? Das ist ja, wenn dir 100 Personen folgen, es reicht eine einzige Person, okay? Nur weil du kein Influencer bist oder Content Creator, whatever, heißt es ja nicht, dass du nicht trotzdem dein Kind aus der Öffentlichkeit raushalten kannst. Also die Öffentlichkeit ist auch, wenn du ein öffentliches Profil hast oder ein privates Profil, wo dir 300 Leute folgen und du dein Kind zeigst. Stell dir einfach mal vor, man weiß, zu welchem Spielplatz man geht oder man weiß einfach nur, wie das Kind heißt und wie das Kind aussieht. Dass das Kind mit dem Namen angesprochen werden kann, das gibt dem Kind ja schon mal so ein, also das Kind versteht ja nicht, dass man das aus dem Internet kennt, sondern für das Kind ist es ja dann, ah, okay, ja, der muss mich ja dann irgendwie kennen. Und das ist ja dann schon mal die erste Vertrauensstufe, die ein Kind dann dadurch hat. Und es ist nicht mehr ganz so, oh, das ist ein Fremder. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen ist es so gefährlich, diese ganzen Sachen zu spreaden. Ich persönlich, ich scheiß mich ja komplett ein, ich habe so Angst davor. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich halt so gut wie möglich alles privat halte. Wisst ihr, was da für kranke Scheiße mit diesen Videos? Videos sind noch schlimmer als Bilder, weil diese Gesichter, okay? Bestimmte Gesichtsausdrücke werden ausgeschnitten. Die benutzen nicht mal mehr ein Darknet, okay? So Timestamps zum Beispiel, die unter die Videos geschrieben werden, wo man sich als normal denkender Mensch halt so denkt, hä, wieso, was soll in dieser Zeit passieren? Aber für andere, sorry, dass ich nicht so konkret spreche, weil ich das einfach nicht aussprechen möchte. Aber ich glaube, man versteht schon, ne, was ich meine. Jedenfalls, diese Bilder werden benutzt, bestimmte Gesichtsausdrücke werden benutzt, ausgeschnitten und auf gewisse Videos draufgepackt. So.
Möchtest du, dass dein Kind für sowas benutzt wird? Für solche Videos, für solche Fantasien? Es hat nichts mit Privatsphäre zu tun und dass man irgendwie keine Babyfotos von sich im Internet haben will oder sowas. So ein Bullshit. Also das ist, ja, mein Gott, das soll jeder machen, wie er will. Aber das ist nicht der Grund, warum man sein Kind nicht zeigen sollte, sondern ein anderer Riesengrund. Sorry, aber ich musste das jetzt auch einfach mal loswerden. Doch. So Leute, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, euch hat's gefallen und denkt an den Olaplex-Code. Ihr könnt auch einfach Vorrat bestellen. Also wie gesagt, es müssen auch nicht die 4 Produkte sein, die ich euch vorgestellt habe. Ihr könnt auch einfach 4-mal die Nummer 3 auf Vorrat bestellen und dann bekommt ihr eben die Nummer 8 noch dazu. Ich habe es euch auch nochmal verlinkt und auch mit dem Code. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.